Hallo zusammen, mein Name ist Fred und ich werde euch jetzt erzählen, wie ich mich in meine Lehrerin verliebt und fast ihr Leben ruiniert hätte. Es begann alles mit einem wichtigen Test. Mein Freund Ethan und ich waren wie immer nicht vorbereitet. Und um keine schlechten Noten zu bekommen, beschlossen wir zu extremen Maßnahmen zu greifen. Sobald die Glocke läutete, zündeten wir einen Mülleimer in der Toilette an und stellten ihn unter den Feuermelder. Der alte Trick hat funktioniert. Sirenen und laute Rufe ertönten im Korridor. Alle wurden nach draußen gebracht, weg von der Schule. Und Ethan und ich gingen in der Menge unter. Aber wir wurden leider von den Kameras erkannt. Ich starrte schuldbewusst auf den Boden, während Frau Green mit uns schimpfte. Aber sie war so nett, dass sie nicht einmal unsere Eltern in die Schule rief. Wir kamen mit einer Strafarbeit im Klassenzimmer davon. Aber am nächsten Tag wurde mir mulmig zumute. Statt Frau Green kam der Direktor in die Klasse. Würden wir unserer Strafe doch nicht entgehen können? Doch dann verkündete der Direktor eine unerwartete Neuigkeit. Frau Green ist in den Ruhestand gegangen und ihr werdet nun eine neue Mathematiklehrerin haben. Miss Parker, darf ich Ihnen die Klasse vorstellen? Ich hatte jemanden wie Frau Green erwartet, als plötzlich eine Schönheit das Klassenzimmer betrat. Ich starrte die neue Lehrerin an und Ethan stupste mich. Hübsch, nicht wahr? Nur ein bisschen älter als wir. Sie war unglaublich. Ich konnte ihr stundenlang zuhören. Aber wie es das Pech wollte, störten die Klassenkameraden furchtbar. Die Mädchen tratschten über irgendetwas und die Jungs hingen an ihren Handys. Miss Parker zuckte bei jedem Lachen, das sie von sich gaben, zusammen. Sie tat mir verdammt leid und am Ende konnte ich es nicht mehr ertragen. Könnt ihr endlich die Klappe halten? Meine Klassenkameraden sahen mich verwirrt an. Nur Frau Parker wirkte dankbar. Begeistert begann sie, ein neues Thema zu erklären. Aber der nächste Test zeigte, dass ihr niemand zuhörte. Ich war der Einzige, der eine perfekte Note hatte. Und zum ersten Mal wurde ich für meine schulischen Leistungen gelobt. Nehmt euch ein Beispiel an Fred. Aber sei es drum, zum ersten Mal erlaube ich dir eine Wiederholung. Oh, das war eine schlechte Idee. Nach dieser Nachsicht wurden meine Klassenkameraden fies. Ein Mädchen weigerte sich sogar an die Tafel zu gehen. Ich kann nicht aus meinem Stuhl aufstehen. Sie als Frau verstehen das doch. Natürlich hatte Sarah keine Probleme. Nach der Stunde rannte sie als erstes zum Buffet. Die Moral im Matheunterricht wurde immer schlechter. Und ich sah, wie frustrierend das für Mrs. Parker war. Aber eines Tages konnte sie es immer noch nicht ertragen und gab allen, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht hatten, schlechte Noten. Die Mitschüler waren beleidigt. Aber Ethan reagierte am seltsamsten. Am nächsten Morgen war er eindeutig schlecht gelaunt. Wegen der neuen Lehrerin haben mir meine Eltern mein ganzes Taschengeld gestrichen. Was hat sie damit zu tun? Ist deine eigene Schuld. Hey, seit wann ist mein Bruder Fred ein Streber? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich habe alle dazu gebracht, den Matheunterricht zu schwänzen. Ich habe genug von schlechten Noten. Als die Glocke läutete, waren nur noch 3 Personen im Klassenzimmer. Ich hatte keine Ahnung, dass sich so viele Mitschüler auf Ethans dummen Plan einlassen würde. Miss Parker schaute sich hilflos im leeren Klassenzimmer um, riss sich aber dennoch zusammen und begann den Unterricht. Plötzlich betrat der Schulleiter das Klassenzimmer. Wo sind alle Schüler? Vielleicht sind sie zu spät. Haben Sie sie nicht gewarnt, dass ich heute im Unterricht teilnehmen würde? Miss Parker blätterte nervös in der Klasse und ich entschuldigte mich, lief in den Flur und rief Ethan an. Ruf schnell alle zusammen und komm zurück. Der Direktor ist gekommen. Du wirst Miss Parker in Schwierigkeiten bringen. Ihre Probleme sind mir völlig egal. Ich bin an die Decke gegangen. Also gut, dann muss ich deiner Sarah das Video schicken, wo du ein anderes Mädchen küsst. Auf der letzten Party, erinnerst du dich? Das wirst du nicht tun. Wenn ich du wäre, würde ich mich beeilen. Ich hatte mich auf meine Klassenkameraden gefreut, aber es kam niemand. Der Direktor war so wütend, dass er Frau Parker in sein Büro rief. Ich eilte ihn hinterher und drückte mich gegen die Tür. Ich kann das so nicht stehen lassen. Sie müssen einen Zugang zu dieser Klasse finden und dafür sorgen, dass die Kinder sie respektieren. Ich gebe ihnen einen Monat Zeit. Wenn sich in dieser Zeit nichts ändert, dann müssen wir uns von ihnen verabschieden. Ich war furchtbar wütend auf meinen Freund. Das war alles seine Schuld. Ich nahm mein Handy heraus und schickte das Video an Sarah. Das geschieht Ethan recht. Den ganzen Tag habe ich überlegt, wie ich meiner Lehrerin helfen kann. Aber zu Hause hat mich meine Schwester abgelenkt. Freddy, du hast versprochen, mit mir in den Vergnügungspark zu gehen. Ups, ich hatte es völlig vergessen. Aber half alles nichts. Ich musste mein Versprechen einlösen. Zugegeben, Amy und ich hatten eine tolle Zeit im Park. Ich wünschte, ich könnte statt der Schule immer hierher kommen. Dann würde ich nie den Unterricht schwänzen. Hier würde ich nie den Unterricht schwänzen. Braves Mädchen, kleine Schwester. Sie brachte mich, ohne es zu wissen, auf eine geniale Idee. Am Abend druckte ich einen Zettel aus, in dem ich Miss Parker vorschlug, eine Stunde direkt im Park abzuhalten, um ihre besten Schüler zu motivieren und mit den verrücktesten Achterbahnen fahren zu lassen. Am Morgen legte ich leise einen Zettel auf das Pult meiner Lehrerin und wartete. Aber eine Woche verging und wir saßen immer noch im stickigen Klassenzimmer. Die Mitschüler hörten immer noch nicht auf Miss Parker und störten den Unterricht. Ich war schon ganz verzweifelt,
als plötzlich, es hat funktioniert. Frau Parker lud uns zu einer Klassenfahrt in den Park ein und hat sogar Fahrkarten für die Fahrgeschäfte ausgegeben. Sie tat genau das, was ich vorgeschlagen hatte. Die Gesichter der Mitschülerinnen und Mitschüler strahlten förmlich. Sie legten plötzlich ihre Handys weg und begannen gehorsam von der Tafel abzuschreiben. Mein Plan war ein voller Erfolg. Fast alle haben den Test über ein neues Thema bestanden und ihre wohlverdiente Prämie erhalten. Ich habe in der Achterbahn so sehr geschrien, dass ich sogar heiser wurde. Aber das war es wert. Miss Parker strahlte vor Freude und ich bewunderte den ganzen Abend ihr Lächeln. Wie ihr vielleicht schon erraten habt, habe ich der Lehrerin weiterhin anonyme Tipps gegeben. Dank ihnen wurde unser Unterricht fantastisch, wo auch immer wir Mathe gelernt haben. Frau Parker unterrichtete im Food Court, im Trampolincenter, auf dem Basketballplatz und sogar im Zoo. In nur 2 Wochen wurde unsere Klasse von der schlechtesten zu einer der besten. Ich war mir sicher, dass die Lehrerin nicht einmal wusste, wer ihr half. Aber eines Tages hielt sie mich in der Pause an. Es ist mir sehr peinlich, darüber zu sprechen. Aber deine Briefe... Aber ich wollte nur... Nimm sie weg. Und bitte versteh mich nicht falsch. Ich bin Lehrerin, du bist Schüler. Und zwischen uns kann es nichts anderes geben als Unterricht. Oh nein, meine Lehrerin hatte mich irgendwie durchschaut. Mit zitternden Händen öffnete ich einen der Umschläge. Plötzlich sah ich anstelle des gedruckten Textes meine eigene Handschrift. Das sind nicht die Hinweise, die ich für Miss Parker hinterlassen habe. Aber was ist es dann? Und dann erinnerte ich mich. Vor einem Jahr war ich in eine Klassenkameradin von mir, Ashley, verliebt. Ich hatte solche Angst, es ihr zu gestehen, dass ich Liebesbriefe schrieb und Ethan bat, sie weiterzuleiten. In meinem Kopf machte es auf einmal Klick. Ethan beschloss sich zu rächen, dass ich ihm das Video untergejubelt hatte. Er besorgte diese peinlichen Briefe von Ashley und legte sie Miss Parker auf den Schreibtisch. Sie erkannte meine Handschrift. Jetzt sah es so aus, als hätte ich die Briefe für sie geschrieben. Miss Parker, es ist überhaupt nicht so, wie Sie denken. Tun mir so, als ob es diese Briefe nicht gegeben hätte. Außerdem wirst du bald einen anderen Mathelehrer haben. Ich habe nur noch 1 Stunde. Mein Herz schlug wie wild. Wie? Aber warum? Eine Schule für höhere Mathematik interessiert sich für meine ungewöhnlichen Unterrichtsmethoden. Und sie haben mich eingeladen, bei ihnen zu arbeiten. Das ist eine der renommiertesten Schulen des Landes. Und die Lehrer dort verdienen eine Menge Geld. Aber ich konnte mich einfach nicht für Miss Parker freuen. Wenn sie geht, sehe ich sie nie wieder. Allein der Gedanke daran verursachte mir Bauchschmerzen. Ich beschloss, meine Rache an Ethan zu verschieben und um jeden Preis die Pläne meiner geliebten Lehrerin zu durchkreuzen. Und am Ende der Stunde hatte ich eine verrückte Idee. Ich druckte 2 Zettel aus. Einen legte ich wie üblich heimlich auf den Schreibtisch von Miss Parker. Den anderen legte ich im Büro des Schulleiters ab. Am nächsten Tag geschah alles so, wie ich es geplant hatte. Die Lehrerin versammelte uns im Klassenzimmer. Leute, heute werden wir die letzte Stunde haben. Und sie soll etwas Besonderes werden. Also lauft und zieht euch um. Wir gehen an den Strand. Es war sehr heiß am Strand. Aber das lag nicht am Wetter. Miss Parker im roten Badeanzug war einfach der Hammer. Ich bewunderte ihre Figur und vergaß sogar, was laut meinem Plan als nächstes passieren würde. Inzwischen kam der Schulleiter auf uns zu. Ich hatte ihn noch nie so wütend gesehen. Es ist Zeit, mich zu erklären. Versuche mich bitte zu verstehen. Die Nachricht von Miss Parkers Abreise hatte mich so erschüttert, dass ich mich für eine Gemeinheit entschieden hatte. In der Notiz schlug ich vor, ihr eine Lektion zu erteilen. Ich schrieb dem Schulleiter, dass die Mathelehrerin eine obszöne Unterrichtsstunde geplant hatte und sich vor den Schülern nur mit einem Badeanzug bekleidet zeigen würde. Ich hoffte, dass diese Geschichte den tadellosen Ruf von Miss Parker ruinieren würde und sie nicht in einer Eliteschule angenommen werden würde. Dann würde sie bei mir bleiben müssen. Aber die Dinge liefen überhaupt nicht nach Plan. Der Direktor rief Miss Parker in sein Büro und ich hörte ihr Gespräch an der Tür. Wie erklären Sie Ihr Verhalten? Und was ist, wenn die Eltern der Schüler davon erfahren? Aber Sie haben doch selbst vorgeschlagen, dass ich meine letzte Stunde am Strand verbringe. In dieser Notiz. Warum lügen Sie? Ich habe keine Notiz geschrieben. Es tut mir leid. Ihre Methoden gehen über das normale Maß hinaus. Wir brauchen Ihre Dienste nicht mehr. Und ich werde dafür sorgen, dass Sie an keiner Schule mehr unterrichten dürfen. Was habe ich getan? Miss Parker ist meinetwegen arbeitslos. Ich habe gesehen, wie sie unter Tränen gepackt hat. Aber ich hatte nie den Mut, alles zuzugeben. Sie ging... Und mein Leben wurde unerträglich. Mein Gewissen quälte mich jeden Tag. Ich stellte mir vor, wie Miss Parker um Geld fürs Essen betteln muss und ihre Rechnungen nicht bezahlen kann. Und das wäre auch so weitergegangen. Aber eines Tages traf ich Miss Parker im Park. Sie war immer noch schön und sah gar nicht so erbärmlich aus, wie ich es mir vorgestellt hatte. Als die Lehrerin mich sah, winkte sie mir fröhlich zu. Fred, ich bin so froh, dich zu sehen. Mrs. Parker, wie geht's Ihnen? Hier, wir sind mit meiner Familie spazieren gegangen. Sie zeigte auf den Mann und das kleine Mädchen. Mir stockte der Atem. Sie saß im Rollstuhl. Ist sie ihre Tochter? Ja, Grace kann noch nicht laufen. Aber wir haben einen guten Arzt gefunden. Er hat versprochen, sie wieder auf die Beine zu bringen. Wird sie operiert werden? Miss Parker sah plötzlich traurig aus. Ja, aber ich weiß nicht, wann. Die Operation ist sehr teuer und ich habe immer noch Schwierigkeiten mit der Arbeit.
Das ist alles meine Schuld. Wegen mir sitzt das kleine Mädchen noch im Rollstuhl. Ich konnte es nicht mehr für mich behalten. Miss Parker, es tut mir leid. Ich habe mich auf den ersten Blick in sie verliebt. Und dann habe ich ihr Gespräch mit dem Direktor mitbekommen. Ich hatte Angst, dass sie gefeuert werden, also habe ich beschlossen zu helfen. Wie auch immer, all diese Notizen, sie waren von mir. Und die letzte auch. Ich habe es eingefädelt. Ich hatte gehofft, dass sie nach dem Skandal am Strand nicht auf eine Eliteschule gehen würden, sondern bei uns blieben. Aber alles ging schief. Und ich Feigling, hatte Angst, die Wahrheit zu sagen. Aber du hast es mir ja schließlich gesagt. Mach dir keine Vorwürfe. Du wolltest mir ja nicht böse sein. Und ich weiß deine Ehrlichkeit wirklich zu schätzen. Aber als ich von Mrs. Parkers Problem erfuhr, begann ich mir noch mehr Vorwürfe zu machen. Ich musste es einfach in Ordnung bringen. Und am nächsten Morgen erklärte ich dem Rektor, wie es wirklich war. Aber er schüttelte nur den Kopf. Mrs. Parker ist eine Erwachsene und sie ist die Einzige, die für ihr Handeln verantwortlich ist. Und Sie, junger Mann, sollten Ihre Energie lieber auf das Lernen verwenden. Ich verließ das Büro des Schulleiters, aber ich wollte trotzdem nicht aufgeben. Ich schlenderte den Flur entlang und überlegte, was ich jetzt tun sollte, als ich plötzlich mit Ethan zusammenstoß. Pass auf, wo du hintrittst. Hey Mann, bist du in Ordnung? Du siehst seltsam aus. Ich hatte nicht erwartet, dass ich von meinem ehemals besten Freund Unterstützung bekommen würde. Ethan hörte sich meine Geschichte aufmerksam an und bot plötzlich seine Hilfe an. Ein Freund meines Vaters ist der Rektor der Lakeside School, also der Schule, an der Bill Gates gelernt hat. Ich werde Dad bitten, mit ihm zu reden. Vielleicht brauchen sie eine gute Mathelehrerin. Und stell dir vor, Ethan hat mir wirklich geholfen. Mrs. Parker wurde eingeladen, an dieser angesehenen Schule zu arbeiten. Dafür musste sie allerdings nach Seattle umziehen. Ich war sehr besorgt, dass ich sie nicht wiedersehen würde. Aber 3 Monate später rief sie mich per Videoanruf an. Ihre Tochter hat nach der Operation ihre ersten Schritte gemacht und wird bald ohne Rollstuhl auskommen können. Nachdem Ethan das getan hatte, konnte ich nicht länger wütend auf ihn sein. Wir versöhnten uns und fingen wieder an, die Klassenkameraden mit unseren Streichen zu ärgern. Aber seit kurzem habe ich keine Lust mehr, mich daneben zu benehmen. Eine neue Schülerin kam in unsere Klasse und ich verliebte mich in sie. Kannst du mir einen Rat geben, wie ich ihre Aufmerksamkeit bekommen kann? Das ist die SCP Foundation, eine geheime Organisation, die überall auf der Welt anomale Objekte findet und untersucht. Das sind die Geheimakten der Organisation. Vielleicht kennst du sie bereits. Es sind die Geschichten von normalen Menschen, die das Glück hatten, den schrecklichsten Kreaturen der Welt zu begegnen. Die SCP-Chroniken enthüllen neue Details über die anomalen Objekte, die du bisher nicht kanntest.